Moin moin, guten Tag und hallole zu Folge Nummer 4 der Tempelstadt. Und gleich mal eine Vorwarnung vorweg, ich muss das Ganze nachvertonen, genauso wie die drei anderen Folgen auch. Ja, irgendwie hat es die Audiospur halt eben nicht aufgenommen und ja, jetzt muss ich halt eben alles, was ich aufgenommen habe, nachvertonen, aber ja, gut, okay, dann ist es halt eben so. Zum Glück ist ja wenigstens das Videomaterial noch da. Ich hatte bei den Moment nochmal, bei dieser Empore, ja, bei der Galerie, hatte ich dann halt eben noch eine Treppe dann halt eben mit dran gebaut über die längste Seite, um dann halt eben einen Zugang dann halt eben nach oben schaffen zu können in den Privatbereich, dann halt eben von dem religiösen Oberhaupt, also da soll es dann im Endeffekt in den Privatbereich halt eben reingehen und später, wenn dann halt eben das Dach halt eben noch oben drauf kommt, dann werden wir da auch noch eine zusätzliche Ebene haben. Also es wird nicht die einzige Ebene sein. Wir werden da natürlich halt eben auch noch Fenster halt eben reinbauen, denn ein komplett geschlossener Raum muss das ja natürlich halt eben nicht sein. Aber das wird man dann halt eben dann explizit ganz genau dann auch bei der Inneneinrichtung dann halt eben noch mitmachen und berücksichtigen. Ich hatte dann auch aus Versehen in das Treppenhaus halt eben ein Loch halt eben mit aufgerissen, weil ich gedacht habe, da könnte man dann halt eben noch ein Fenster reinmachen. Aber ja, das wäre halt eben höchst unpassend. Aber dann kam ich auf die Idee, dass wir ja an der Treppe entlang ein großes dreieckiges Fenster dann halt eben reinmachen können, dass wir somit halt eben auch einen schönen Blick auf die Stadt dann haben werden, die dann langsam Stück für Stück erscheinen wird, denn aktuell ist es ja nur ein tristes Grau in Grau. Aber ja, das wird sich wie gesagt halt eben dann auch verändern mit der Zeit. Es braucht halt eben nur ein bisschen Zeit, logischerweise. Ja, ich hatte auch ein paar Kommentare bekommen, gerade halt eben auch zu dem zur Tempelstadt selber waren dann halt eben auch Kommentare dann halt eben mit dazu geschrieben worden, die ich jetzt dann halt eben gerade noch schnell aufmache, weil ich das jetzt nicht gerade so gut vorbereitet habe. So, jetzt habe ich sie aber vor mir. Ja, irgendwie, heute ist irgendwie der technische Wurm drin, aber ja, gut, okay. Es wurde von Miss Andia der Vorschlag gemacht, dass wir im Treppenhaus, in dem wir uns dann jetzt halt eben auch gerade wieder befinden, dann halt eben noch die Mitte dann halt eben freilassen sollten, beziehungsweise noch ein bisschen vergrößern sollten, damit man halt eben etwas mehr die einzelnen Treppen dann halt eben sehen, erkennen kann. Und dann hat er auch noch etwas gesagt, von wegen, man könnte in die ein oder andere Etage Löcher reinbauen. Ja, also so ungefähr, wie ich das jetzt ja auch gerade im Video halt eben zeige. Da würden dann halt eben wirklich Steine fehlen. Da müssten wir dann halt eben vielleicht irgendwelche Barriereblöcke dann halt eben vielleicht reinmachen, dass wir dann halt eben nicht runterfallen. Ja, war mir da jetzt halt eben nicht so ganz sicher, was da jetzt halt eben der bessere Weg wäre oder die bessere Idee, das jetzt wirklich eins zu eins umzusetzen. Deswegen hatte ich mich halt eben erstmal dazu entschlossen, halt eben in der Mitte halt eben den Schacht dann halt eben etwas zu vergrößern, um halt eben da ein bisschen mehr, ja, den Blickwinkel halt eben darauf lenken zu können, dass wir da jetzt halt eben wirklich einen tiefen Schacht dann halt eben haben.
Ich hatte dann auch die Treppenstufen dann halt eben auch teilweise etwas dann halt eben abgeändert, also aus den Treppenstufen dann halt eben die Halbstufen gemacht, damit es dann halt eben ein bisschen stimmiger halt eben vom Bild ist. Gerade bei so einem chaotischen Treppenhaus muss man ja jetzt nicht überall immer die gleichen Baublöcke halt eben verwenden, also die gleiche Art von Blöcken halt eben mit den Treppenstufen oder Halbstufen, meinte ich jetzt halt eben damit. Kann man ja auch da ein bisschen unterschiedlich halt eben damit rumspielen. Und ich finde, mit der Halbstufe sieht es gerade bei so etwas schmäleren Durchgängen dann halt eben doch etwas besser halt eben aus und ja, nicht ganz so, ja, in den Raum reinragend. Das kann man natürlich halt eben immer noch ein bisschen, ja, abändern, verbessern. Sobald wir uns dann halt eben wirklich um die Inneneinrichtung kümmern und dann halt eben auch entsprechend halt eben schauen, in welchen Raum kommt eine Türe rein oder auch doch nicht. Ja, also da sind wir halt eben noch ein bisschen freier halt eben von der Gestaltung, aber es geht ja jetzt erstmal, dass wir hier ein grobes Schema ja dann halt eben hinbekommen. Mir kam dann halt eben auch die Idee, hier in die Mitte dann halt eben Barriereblöcke dann halt eben reinzubauen. Erklärbar ist es im Endeffekt halt eben mit so einer Art magischer Schutz, damit dann halt eben da keiner halt eben runterfällt. Wäre auf jeden Fall schon fast logisch in einer magischen Stadt, dass man dann halt eben in so einem Freiraum dann halt eben nicht einfach in den Tod stürzt oder stürzen kann. Und die sind ja dann auch unsichtbar. Daher würde das ja dann halt eben sehr gut passen. Und die kriegt man halt eben nur über einen Chatbefehl, diese Barriereblöcke. Aber ist ja dann halt eben für uns kein Problem, die dann halt eben zu verwenden und halt eben auch einzusetzen. Tja, und während ich jetzt hier die unsichtbare Säule mit Verbotsschildern zusammenzimmer. Diese Verbotsschilder, die verschwinden dann halt eben, also die werden halt eben wieder unsichtbar, sobald ich die Barriereblöcke nicht mehr in der Hand habe. Und die sind jetzt halt eben nur da, um halt eben zu sehen, wo man schon welche hingesetzt hat und wo nicht. Also halt eben einfach nur ein, ja, hilfreiches Steuerelement, könnte man halt eben sagen. Und ja, ziehe damit halt eben die Säule halt eben bis ganz nach oben und kann jetzt dann halt eben, ohne mich auf die Bauaufgabe explizit konzentrieren zu müssen, einfach mal noch die Fragen beantworten, die dann halt eben auch noch von Mr. Randy halt eben gestellt wurden. Denn er hat Hashtag Fragen zum Fandom dann halt eben 3 Fragen gestellt. Und es geht halt eben darum, dass ich in der letzten Folge ja gefragt hatte, ob ihr irgendwelche Fragen habt, also jetzt nicht irgendwelche spezifischen Fragen, sondern eher so allgemeinere Sachen. Und da war die erste Frage: Gibt es nur diese eine Stadt auf dem Planeten? Das müsste ich halt eben eher mit ein bisschen, ja, Erklärung halt eben umformulieren, denn in unserer Welt, in unserer realen Welt, könnte man sagen, gibt es halt eben mehrere Dimensionen halt eben auch, die dann halt eben auch mit unserer Welt verbunden sind. Und daher ist jetzt halt eben die Frage, zählt es dann halt eben wirklich zu unserem Planeten oder nicht? Wenn das dann halt eben wie in so einer verschobenen Halbdimension dann halt eben existiert, diese Stadt. Also ist ein bisschen
kniffliger halt eben zu beantworten, aber man kann es halt eben im Endeffekt grob formuliert halt eben so sagen, es ist die größte Stadt halt eben, die halt eben mit unserer Welt halt eben verbunden ist. Und es ist halt eben auch die einzige rein magische Stadt. Und man kommt auch nur auf magischen Mitteln dann halt eben dorthin. Von dem her könnte man eigentlich schon sagen, ja, es gibt nur diese Stadt auf diesem, in Anführungszeichen, Planeten, also auf unserer Welt oder über unsere Welt erreichbar. Es gibt halt eben noch, Achtung Spoiler, haha, eine zweite Stadt, halt eben in einer anderen Dimension, aber dazu würden wir dann halt eben etwas später dann halt eben erst kommen. Etwas sehr viel später hätte ich jetzt halt eben gesagt, denn die Tempelstadt ist ja jetzt gerade erstmal unser aktuelles Projekt. Seine zweite Frage war, gibt es überhaupt noch klassische physische Arbeiten, also wie jetzt halt eben Maurer, Friseure, Bauern etc.? Ja, solche Berufe gibt es dann halt eben auch, die handeln oder arbeiten dann halt eben mit Magie. Von dem her, physische Arbeiten, ja, die sind da, die sind vollkommen vorhanden, nur dass dann halt eben ein magischer Bauer oder ein magischer Farmer, der züchtet dann halt eben nicht Kühe, Schweine und Hühner und tut dann halt eben Getreide anbauen, sondern tut dann halt eben magische Tiere dann halt eben züchten und versorgen und tut dann halt eben auch magische Pflanzen dann halt eben entsprechend herstellen. Also von dem her, es gibt halt eben auch diese klassisch physisch arbeitenden Berufe, nur haben die dann halt eben ein leicht verschobenes Themengebiet, könnte man halt eben sagen. Es gibt dann halt eben auch Maurer in diesem Sinne, nur heißen die dann halt eben Spezialisten, weil die sich halt eben darauf spezialisiert haben, dann halt eben komplexere Gebäude dann halt eben herbeizubeschwören bzw. zu erschaffen. Also von dem her, es gibt auch ein Äquivalent halt eben zum Maurer in diesem Sinne. Also von dem her, diese Arbeiten gibt es natürlich halt eben auch nur in leicht abgewandelter Version. Wie wir jetzt gerade auch sehen können, ich habe jetzt gerade keinen Barriereblock in der Hand und es ist halt eben in der Mitte halt eben alles unsichtbar. Nur wenn man halt eben näher rangeht, hat man halt eben die kleinen Rahmen dann halt eben von den unsichtbaren Blöcken halt eben noch gesehen. Aber ich denke, das ist halt eben dann wohl das kleinere Übel. Und ich habe dann somit auch angefangen, den weiteren Vorschlag zwecks Lichtquellen dann halt eben mal umzusetzen, den wir dann halt eben mit Ketten und Laternen dann halt eben etwas Beleuchtung ins Treppenhaus halt eben reinbekommen. Also hier in der obersten Etage ist es gerade aktuell noch gar nicht notwendig, Licht halt eben reinzubringen, weil wir ja halt eben noch überhaupt kein Dach halt eben drin haben, aber ich packe natürlich trotzdem an jeder einzelnen Etage eine Lampe dann halt eben noch hin, denn früher oder später wird es ja eingeschlossener Raum sein, deswegen ist Licht auf jeden Fall wichtig, auch wenn ich dann halt eben mit meiner göttlichen stolpe über deine eigene Zunge, den Tagesrhythmus halt eben ausgeschalten hatte, als dass halt eben die Sonne wandert nicht und ist im Endeffekt die ganze Zeit auf mittags 12 Uhr eingefroren, könnte man halt eben sagen. Daher werden wir dann halt eben auch keine Probleme mit irgendwelchen Kreaturen der Nacht haben. Ups, Entschuldigung. Und die werden wir so oder so nicht haben, denn ich habe
den Schwierigkeitsmodus auf friedlich drin. Also von dem her, die Mobs können gar nicht auftauchen. Von dem her, ja, weil wir brauchen es jetzt nicht unbedingt, dass dann halt eben während dem Bauen dann halt eben uns irgendwelche Spinnen, Zombies und Skelette dann halt eben die ganze Zeit über den Weg laufen. Ja, das ist vollkommen unnötig, gerade halt eben beim Bauen von sowas. Also, deswegen. Ja, kommen wir mal zu Frage Nummer 3. Gibt es außerhalb der Menschen noch andere Wesen mit Zauberkräften? Zauberkräfte hat er da auch in Anführungszeichen halt eben gesetzt. Hätte jetzt nicht unbedingt so sein müssen, aber bietet sich an. Denn es gibt halt eben natürlich halt eben noch sehr viele Fabelwesen, die dann halt eben Zauberkräfte halt eben haben. Und manche von diesen Fabelwesen, die haben dann mehr ein ja, tierisches Verhalten statt ein menschliches und haben dann halt eben auch ja, magische Fähigkeiten, die sie dann halt eben eher aus ja, Instinkten heraus dann halt eben einsetzen und nicht halt eben explizit bewusst halt eben steuern. Also von dem her, ja, es gibt auf jeden Fall halt eben noch mehr Wesen mit Zauberkräften außerhalb, außer den Menschen. Aber es gibt halt eben welche, die dann halt eben auch das ganz bewusst und halt eben auch sehr kontrolliert dann halt eben steuern können. Da könnte ich dann halt eben auf jeden Fall schon die Drachen halt eben diesbezüglich halt eben erwähnen. Denn die Drachen sind halt eben die mächtigsten magischen Geschöpfe halt eben auf unserer Welt. Und es kann sich halt eben wirklich keiner halt eben mit den Drachen messen. Zumindest halt eben von unserem Gesichtspunkt halt eben aus. Denn wie ich halt eben vorhin schon erwähnt habe, es gibt halt eben sehr viele Dimensionen. Und da gibt es dann halt eben natürlich auch noch andere Wesen, aber dazu dann halt eben später mehr. Ja, also grob gesagt, es ist eine sehr große und komplexe Welt halt eben, weil ich habe halt eben auch die Realität, also unsere Realität mit den verschiedensten Fabelwelten und mystischen Welten dann halt eben irgendwie verbunden oder versucht zu verbinden. Daher gibt es dann halt eben wirklich ja, sehr viel halt eben da noch zusammenzufügen, zu erstellen, beziehungsweise halt eben auch zu entdecken, weil ich viele Sachen halt eben ja auch schon ja, gemacht habe in diesem Sinne. So, wir sind unten im Treppenhaus halt eben angekommen. Und ja, da habe ich halt eben dann auch bemerkt, dass dann eine kleine freche Fledermaus sich an einen unsichtbaren Block drangehangen hatte. Ja, das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, wie ich so gerne halt eben sage. Und habe dann halt eben die Fledermaus dann halt eben dort auch verjagt, wie ich sie dann halt eben ein bisschen geboxt habe. Tut mir leid, kleines Fledermäuschen, aber du gehörst da halt eben nicht hin. Und ja, ich wollte jetzt halt eben auch diese unsichtbaren Blöcke halt eben nicht bis ganz nach unten machen und Lampen da jetzt irgendwie hinhängen, dass die halt eben in der Schwebe sind. Ist halt eben auch nicht gerade die beste Idee. Ja, also müssen wir da halt eben vielleicht zur Not noch uns irgendetwas halt eben einfallen lassen, was wir da dann vielleicht hinmachen könnten oder auch nicht. Oder halt eben einfach nur hoffen, dass da keine Fledermäuse sich halt eben noch mit dranhängen. Ups, Entschuldigung. Eieiei. Ich habe wohl ein bisschen zu viel Kohlensäure dann halt eben in meiner letzten Limo gehabt. Aber naja, gut, okay. Ja, wir haben dann halt eben hier noch die Außenansicht von dem großen Gebäude dann halt eben noch irgendwie
auch noch mit der Draufsicht dann halt eben auch nochmal zum Groben begutachtet, denn ich möchte da halt eben noch zwei Dächer halt eben drauf machen. Aber würde das dann halt eben eher in der nächsten Folge dann halt eben machen, dass wir dann halt eben nicht immer nur an einem Flecken dann halt eben die ganze Zeit halt eben ja arbeiten oder halt eben rumwerkeln, dass wir dann halt eben auch ein bisschen mehr Abwechslung haben nach Möglichkeit. Deswegen wandern wir jetzt einfach mal ein paar Meter weiter. Denn dort habe ich halt eben schon ein Loch halt eben ausgehoben. Denn an dieser Stelle möchte ich halt eben gerne zwei Sachen miteinander halt eben verbinden. Einmal ein Springbrunnen, der halt eben oben an der Oberfläche halt eben gut sichtbar ist. Und dann halt eben noch direkt unterhalb von diesem Springbrunnen soll dann halt eben sowas wie ein kleiner ja, Marktplatz sein, eine kleine Höhle sein. Denn unterhalb von der Tempelstadt wird es ein großes Netzwerk halt eben aus verschiedensten Gängen und Höhlen geben, die wir halt eben erst später bauen können, wenn wir dann halt eben die ganzen Gebäude halt eben auch mit Kellern dann halt eben versehen haben, dass dann halt eben die Gänge unten dann halt eben entsprechend halt eben dann drumrum gebaut werden können. Aber gerade explizit hier soll dann halt eben ein etwas größerer Raum entstehen und deswegen habe ich den halt eben schon mit World Edit nach unten hin dann halt eben ausgehöhlt und das Wasser halt eben weggemacht, damit wir hier den Freiraum haben. Ich habe dann halt eben noch ein bisschen hin und her überlegt, mit welchem Stein, mit welchem Block möchte ich denn halt eben am liebsten den Brunnen halt eben bauen. Ich habe mich dann halt eben für den polierten Granit entschieden und habe dann halt eben gleich falsch angefangen zu bauen, denn der Rand sollte nicht aus Granit sein, da sollen nämlich halt eben die magischen Kristalle dann halt eben hinkommen, beziehungsweise das Äquivalent zu den magischen Kristallen, die wir dann halt eben verwenden wollen. Ich weiß nicht, ob ich es halt eben schon erwähnt hatte, aber ich hatte halt eben die Tempelstadt halt eben schon mal etwas, ja, experimentell dann halt eben vor mich hingebaut gehabt. Ist jetzt halt eben auch schon ich glaube 2-3 Jahre her oder sowas im Dreh rum, also schon eine Zeit lang, und da habe ich dann halt eben einen deutlich kleineren Radius dann halt eben auch gehabt von der Stadt, und da gibt es dann halt eben auch schon deutlich mehr halt eben zu entdecken, logischerweise, wenn ich da halt eben auch deutlich mehr gebaut habe. Und dort hatte ich halt eben einfach das bunt gefärbte Glas halt eben verwendet, also die Glasblöcke für die magischen Kristalle. Könnte man natürlich halt eben machen. Wir haben ja über das Chroma Hills Texture Pack haben wir dann halt eben ja auch sehr schöne Glasblöcke, aber es ist halt eben nicht wirklich ideal. Deswegen habe ich jetzt hier in unserer Variante noch eine zusätzliche Mod dann halt eben mit installiert. Gems and Jewels heißt das halt eben, glaube ich, nochmal. Und dort gibt es dann halt eben die verschiedensten Edelsteine dann halt eben noch zum einen zum Abbauen, aber zum anderen halt eben auch zum Verarbeiten und halt eben auch als Blöcke dann halt eben zu craften. Und auf den ersten Blick hin hatte ich mir halt eben gedacht, ja, die könnten wir ja dann halt eben sicherlich halt eben verwenden. Die haben halt eben auch die fünf Elementfarben oder die fünf Elementarfarben, die dann halt eben auch sehr häufig dann halt eben in der Welt halt eben auftauchen werden. Und ja, habe die halt eben einfach verwendet.
jetzt so im Nachhinein, nachdem ich auch dann die erste Charge dann halt eben so ein bisschen hingebaut habe, kommen sie mir jetzt doch halt eben nicht so hundertprozentig ideal vor. Ja, jetzt, ich habe sie jetzt halt eben natürlich halt eben verwendet, dass wir halt eben wissen, da kommen auf jeden Fall magische Kristalle halt eben hin. Aber müssen dann halt eben vielleicht halt eben mit Chisel und Bits dann halt eben da das etwas verändern, verbessern, ja, irgendwie umstrukturieren. Also von dem her, ja, müssen wir da halt eben irgendwie schauen, wie wir das halt eben hinkriegen. Dazu muss ich mich dann auch erstmal mit Chisel und Bits noch ein bisschen mehr und näher beschäftigen, weil das hatte ich halt eben bisher auch noch nicht so ganz gemacht. Aber wie gesagt, das kommt dann halt eben eins nach dem nächsten Stück für Stück. Hier gerade speziell bei diesem Brunnen sollen dann halt eben diese Elementarkristalle oder magischen Kristalle angeordnet werden, damit sie eine Harmonie dann halt eben bilden. Denn je nachdem, wie man die Kristalle halt eben anordnet, für ein Ritual, einen bestimmten Zauber, für Bauwerke oder, also die sind wirklich multifunktional, kann man dann entsprechend Widersprüchlichkeiten mit aufbauen oder Verstärkungen oder Abschwächungen. Und hier wollen wir halt eben eine Harmonie herstellen. Deswegen sollen sich dann halt eben gegensätzliche Elemente, wie jetzt halt eben Erde und Luft, Feuer und Wasser, sich dann halt eben eher gegenüberstehen, und in der Mitte soll dann halt eben die Magie sich dann halt eben befinden, die dann halt eben das alles wie im Gleichgewicht dann halt eben hält. Also wir werden noch sehr oft dann halt eben so die verschiedensten Konstellationen dann halt eben machen mit den magischen Kristallen, ganz egal welche Blöcke wir jetzt halt eben auch dafür verwenden werden. Aber das wird dann halt eben auf jeden Fall in den unterschiedlichsten Situationen und Zusammenstellungen dann halt eben kommen, und man wird dann halt eben auch dann sehen, dass dann halt eben eine Harmonie dann halt eben nochmal, ich habe irgendwie heute Knoten in der Zunge, damit man eine Harmonie auch in anderen Konstellationen herstellen kann. So, jetzt wurde doch ein richtiger Satz draus. Ja, ich habe dann hier bei dem Brunnen das dann halt eben noch vollendet. Das soll dann halt eben dann der Brunnenrand werden. Ich hatte dann beim Zusammenbasteln von diesem Brunnenrand ein bisschen übersehen und vergessen. Ach Mist, da kommt ja halt eben ja noch eine Bodenschicht ja halt eben noch rein. Also der blanke Stein wird halt eben nicht so zu sehen sein. Das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt den Rahmen gemacht, der im Boden eingelassen ist. Also theoretisch müssten wir das halt eben noch um einen Block nach oben versetzen. Aber ja, das machen wir dann halt eben entsprechend ja, ein kleines bisschen halt eben später, wenn es dann halt eben soweit ist. Es geht jetzt halt eben erstmal darum, dass wir dann halt eben auch wirklich den Brunnen dann halt eben gebaut haben, um dann halt eben, wie gesagt, nicht immer nur das Gleiche halt eben zu machen. Denn ich möchte ja nicht, dass es euch dann halt eben in irgendeiner Weise halt eben langweilt. Und ja, apropos langweilt, da hätte ich dann halt eben auch noch den Vorschlag oder halt eben auch die Bitte an euch, falls ihr dann irgendwann einmal halt eben merken solltet, ich würde jetzt halt eben viel zu lange mich nur an einer Sache dann halt eben festbeißen, oder ihr würdet euch halt eben einfach für irgendetwas anderes halt eben interessieren, dann schreibt es mir halt eben sehr gerne in die Kommentare halt eben rein. Und
sagt halt eben, ja, wie wär's, wenn du jetzt halt eben mal an der Stadtmauer halt eben baust, oder mich würde es mal interessieren, wie jetzt halt eben ein Haus in dem und dem Viertel aussehen würde, oder, also gibt da halt eben wirklich die, ja, verschiedensten Möglichkeiten, dass wir dann halt eben was bauen können. Und ja, wir müssen eine ganze Stadt halt eben aufbauen. Also da wird es auch wirklich alles geben, was halt eben in einer Stadt es halt eben auch gibt. Es gibt auch einen Marktplatz, es gibt Ritualplätze, es gibt die Wohngeschäftshäuser. Also alle Häuser sind Wohngeschäftshäuser, von dem her. Ja, von dem her, wir haben da so viele Möglichkeiten und ja, das ist eigentlich schon fast nicht in Worte zu fassen. Jetzt gerade sehen wir halt eben in der Aufnahme, dass ich dann halt eben auch etwas mit Redstone-Lampen halt eben mache. Mir fällt gerade ein, ich hatte halt eben auch in meiner ersten Variante der Tempelstadt da halt eben auch etwas mit Redstone-Lampen halt eben gemacht und einem Tageslichtsensor. Den kann man dann entsprechend so einstellen, dass je nachdem, ob es dann halt eben dunkel genug ist oder hell genug ist, dementsprechend der Sensor ein Redstone-Signal halt eben ausgibt und somit dann halt eben etwas halt eben ja, mit Energie versorgt oder halt eben nicht versorgt. Somit kann man auch sehr gute Schaltungen machen. Und ja, da hatte ich das halt eben so gemacht, dass halt eben der Brunnen nachts dann halt eben beleuchtet wird, also automatisch beleuchtet wird. Ja, da haben wir jetzt nochmal die Draufsicht von dem Brunnen. Also man sieht halt eben, dass er schon wirklich sehr bunt halt eben ist. Und dass dann halt eben sich halt eben auch der Glowstone halt eben nicht gerade so hervorhebt von den gelben Steinen, die wir dann halt eben verwendet haben. Und da ist mir halt eben auch schon ein Fehler halt eben gleich passiert, wo ich dann aus Versehen den gelben Edelstein weggemacht habe. Als ich halt eben den Glowstone gegen Seelaternen dann halt eben austausche. Denn die Seelaternen, die fallen doch ein bisschen eher auf in der ganzen bunten Masse, nicht so weit eben der Glowstone, weil der hebt sich nicht so arg ab. Ja, also wie gesagt, das werden wir halt eben auf jeden Fall dann halt eben noch ein bisschen halt eben verbessern. Wir müssen es ja eh noch halt eben einen Block höher setzen. Aber jetzt haben wir dann schon ein Deko-Element, könnte man sagen, halt eben mit in die Stadt halt eben reingebaut, was dann halt eben später halt eben auch noch eine zusätzliche Funktion halt eben bekommen wird, sobald wir dann halt eben auch an die Untergrundarbeiten halt eben gehen werden. Was aber, glaube ich, noch ein kleines bisschen dauern wird. Weil, wie gesagt, wir brauchen ja zuerst noch die Kellerräume halt eben von den Wohn- und Geschäftshäusern. Denn nicht jeder hat einen Keller, nicht jeder braucht einen Keller. Und nicht jeder Keller geht halt eben, keine Ahnung, wie viele Blöcke halt eben in die Tiefe halt eben hinunter. Also von dem her, das wird da halt eben auch sehr unterschiedlich sein und es wird sehr chaotisch und verworren sein. Ein richtiges Labyrinth soll das dann halt eben werden. Das wird dann halt eben wirklich auch Probleme haben, werden, sollten, bekommen, um halt eben da halt eben rauszufinden, sobald man halt eben reingeht. So. Ich denke, ich habe somit halt eben jetzt auch zum zweiten Mal genügend rummonologisiert für diese Folge. Wir haben halt eben das Treppenhaus halt eben etwas verbessert, wir haben den Brunnen halt eben neu erschaffen. Und mit dieser Draufsicht wünsche ich euch einen schönen Tag, macht das Beste draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!